auf der 1 das Barfisch. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und heute Bodenangriff Herrschaft auf der Map Interchange. Und dafür habe ich in meinen Koffer eingepackt die goldene P90 Scheigenämpf und die schnuckligen Biester, die FMG9er Akimbos. Als Perks Flinkheit, Hardliner und das ruhige Händchen sind mit dabei. Und als Abschussserien Triple P. Die 3 Ps. Hä? Was heißt das denn jetzt? Das heißt auf der 5 die Predator, auf der 6 der Prezi und auf der 12 der Bayflow. Ja, so starten wir heute ins Match. Und das war es auch erstmal schon, was ich zum Gameplay sage. Denn heute beschäftigen wir uns mal über das Thema, oder es geht heute um das Thema, die gute alte Predator. Ja, man sieht die Predator in fast jedem Gameplay, wo die Angreifer-Killstreaks ausgewählt werden. Warum, wieso, weshalb. Darauf gehe ich heute mit euch ein und möchte euch mal so meine Gründe nennen, warum ich die Predator als, ich möchte nicht sagen overpowered, aber als eine der stärksten Abschussserien sehe, die es in dem ganzen Spiel gibt. So, wir fangen einfach mal an. So, was haben wir erstmal für Alternativen im unteren Bereich? Wir haben auf der 3 die Drohne, auf der 4 das Care Package, IMS und den Präzisionsluftschlag. So, ist ja schon mal bisher nicht schlecht. Aber jetzt gehen wir mal mit der Drohne aus. Man kann davon ausgehen, dass in einem Bodenangriffsspiel, wie ich es hier zum Beispiel spiele, ungefähr 4 bis 5 Leute, vielleicht auch mal ein paar weniger, Assassin mit dabei haben. So. Das heißt, die sind für mich schon mal auf dem Radar nicht zu sehen. Ist für mich schon mal ein kleiner Nachteil. So, dann gehen wir zum Care Package. Das Care Package hat für mich den allergrößten Nachteil. Natürlich kann man es auch nicht anders machen. Aber es hat halt den Punkt, es fließt halt nicht mit in die Killstreak ein. Das ist einer der wichtigsten Punkte und den darf man definitiv nicht außer Acht lassen. So, also wenn man da einen Offspray Gunner drin hat oder einen Hubschrauber oder so, ist das zwar schön für die Kills, aber es bringt einen nicht sehr, sehr viel weiter, wenn es jetzt, kurz mal aufräumen, wenn es jetzt, ja, wenn man noch die 12 den Payflow dabei hat, da ist das Care Package nicht gerade empfehlenswert. So, wenn wir aber dann das IMS mitnehmen, das zählt mit zur Killstreak, aber da haben wir einen, wie soll ich sagen, einen besonderen Punkt. Und zwar, bei der Predator habe ich direkt meinen Kill. Das heißt, ich zünde die Predator und ich kriege direkt meinen Kill. Das IMS muss ich erstmal irgendwo hinstellen und muss erstmal hoffen, dass die Gegner an diesem Bereich, an dieser Area, auch vorbeirennen. Sollten sie das nicht machen, ist das IMS nutzlos. Natürlich kann man jetzt auch argumentieren, ja, haben die Gegner Blind Eye, ist deine Predator auch nutzlos. Stimme ich voll und ganz zu, habt ihr auch recht. Aber, mal seien wir mal ehrlich, wie viele Leute nutzen Blind Eye? Es sind zwar ein paar, aber so viele sind es nicht. Also man findet mit der Predator eigentlich in der Regel immer einen. Außer Ursel, der kann da ab und zu auch mal keinen kriegen. So, auf jeden Fall, und da ist dann der nächste Punkt. Ich habe, wenn ich die Predator zünde, für einen kurzen kleinen Moment eine Art Mini-Radar. Das heißt, ich sehe automatisch direkt, wer wo in welchem Bereich ja aktiv ist, wer wo sich befindet, wo die Gegner sind, wo meine Teamkameraden sind. Das sieht man leider nicht. Aber ich sehe zumindest schon mal die roten Gegner, also die rot umkreisten Gegner ohne Blind Eye. Und das ist für mich schon mal ein sehr wichtiger Vorteil, um die höheren Killstreaks daraufhin aufzubauen. Erstens, der Kill wird gezählt. Und zweitens ist dann der Punkt, ja, ich habe dieses kleine Mini-Radar, wovon ich ausgehen kann, womit ich arbeiten kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Präzisionsangriff mit dabei habe, den muss ich quasi, wenn nicht gerade eine Drohne online ist, blind setzen. Das ist für mich einer der größten Nachteile vom Präzisionsluftschlag. Zumal er ist auf der 6, er zählt zwar zur Killstreak dazu, aber ich finde ihn für die 6 dafür doch ein bisschen zu schwach. Also man sieht auch sehr wenig Leute, die den Präzisionsluftschlag mitnehmen. Ich werde ihn jetzt hier auch erhalten und zünde ihn jetzt auch. Und ihr seht jetzt einfach mal hier kurz, was ich meine. Ich hole den jetzt raus, erstmal die Predator. Hier sehe ich jetzt erstmal keinen Gegner, beziehungsweise hier vorne den einen. Zünde den und habe mir jetzt ungefähr eingeprägt, wo sich die Gegner befinden. Ich habe damit einen Doppelkill gemacht. Jetzt haue ich den Luftschlag raus über dem Gegner-Spawn, wo ich der Meinung bin, wo der Gegner sich befindet. Ja, ich bekomme einen Kill. Perfekt. Ist natürlich jetzt nicht schlecht. Ich habe sogar 2 Kills, glaube ich, bekommen. Aber letztendlich ist es da doch immer ein bisschen mehr das Glücksspiel. Und
Ja, da habe ich halt keinen Vorteil, keinen weiteren Nutzen vor, wie bei der Predator, wo ich eventuell noch die Gegner sehen kann, wenn gerade keine Drohne online ist. So, wir nehmen jetzt die nächste Kill-Serie, die 7, den Angriffshelikopter. Der Angriffshelikopter ist gar keine Frage, eine sehr starke Killstreak, die auf jeden Fall, also die Cobra hier, ist definitiv wesentlich stärker als damals noch in Modern Warfare 2. Jedoch hat das Biest einen riesengroßen Nachteil. Und zwar, wenn man einen weiteren Helikopter, wie zum Beispiel den Payflow oder den Offspringer reinholen will, ja, dann ist der Luftraum gesperrt. Und das ist einfach, muss ich sagen, ein Punkt, der geht gar nicht, meiner Meinung nach. Der ist überhaupt nicht in Ordnung, meiner Meinung nach. Und das finde ich wirklich ziemlich schade, dass sie das nicht geändert haben. So, und da ist auch für mich der Punkt, wenn ich die Cobra habe und ich gehe auf höhere Killstreaks, ich erreiche beispielsweise meinen Payflow und gehe auf den Offspringer, dann habe ich für mich das Problem, dass ich erstmal warten muss, bis die Cobra vorbei ist. Dann muss ich warten, bis der Payflow vorbei ist und dann kann ich erst den Offspringer rausziehen. Und in der Zeit ist halt sehr viel, ein großer Zeitraum, um gekillt zu werden, um meinen geilen Offspray-Gunner nicht zu erreichen. Also muss ich halt hingehen, muss überlegen, okay, wie machst du es? Und hier seht ihr auch gerade, dass ich hier wieder überlege, wo haue ich ihn hin? Man hat gar keine Information. Ich gehe jetzt einfach nur vom Radar aus, wo meine Leute sich befinden und versuche daraufhin den Airstrike einigermaßen zu planen. Okay, der sah jetzt schon ein bisschen besser aus mit einem Double Kill direkt. Aber letztendlich, es ist und bleibt, wenn keine Drohne online ist, schon ein Glücksspiel. Und das ist einfach der große Nachteil. Genauso die Zeit. Ihr wisst es, ihr kennt es alle. Ihr seht gerade jetzt unten rechts, seht ihr, wie weit man mit den Killstreaks ist. Und je weiter man kommt, desto vorsichtiger wird man. Man will ja nicht kurz vor Erreichen seiner Killstreak verrecken. Das will keiner, das will niemand. Das ist nicht der Sinn der Sache. Und da geht man halt schon vorsichtiger vor. Ihr seht es auch gerade hier an meiner Spielweise. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier noch C einzunehmen. Auch hier gehe ich noch vorsichtig hin. So, und brauche jetzt noch 2 Kills. Ich kann da nicht so lang rennen, wie die anderen das machen, weil ich dafür einfach zu schissig bin, um meinen Payflow nicht, ja, zu verlieren. Auch da nutze ich gerne mal die Stun Grenades, wie hier zum Beispiel, um einfach einen Assist zu bekommen mit Hardliner Pro, der mir vielleicht, ja, mich um einen Kill näher ranbringt. So, und da ist das Ding. So, und durch diese vorsichtige Spielweise, ja, macht man natürlich auch gerne mal Fehler. Das heißt, man ist da eher bereit, einen Fehler zu machen. Jetzt wasche ich wieder ganz normal rum, weil ich weiß, okay, mir kann jetzt erstmal nichts passieren. Wenn ich jetzt sterbe, ja, fange ich halt wieder von neu an und ich habe nicht 8-9 Kills mir aufgebaut und verrecke davor. Und dafür, ja, sind Cobra und Co. meiner Meinung nach nicht geeignet. Hinzu kommt, ja, dass die Cobra wirklich für alle, sprich für das ganze komplette Team, den Luftraum dicht macht. Wenn da einer einen anderen Helikopter hat, außer den Tiefflieger heißt er, ja, dann geht es noch. Aber so ist es einfach nicht möglich. Und ich denke, das ist der Grund, warum wir in allen möglichen Gameplays die Predator so häufig sehen. Ich würde gerne eure Meinung dazu wissen. Schreibt mir mal bitte eure Meinung, euer Feedback, ja, unten in die Videokommentare. Das Gameplay ist zu Ende mit einem 200:60. Hier sehen wir noch den schmutzigen Jungen, den Ursel. Gediegenst mit der ACR. Ja, vor seinem Kill. Und ja, mit 48:9 verabschiede ich mich mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger und ich bin mal gespannt auf eure Antworten.